Oh nein! Halt, stopp! Ich bin noch nicht so weit. Moment. Ja. Ja, gut. Ach, ist das herrlich. Das Spiel beendet sich jedes Mal, wenn ich raustabbe. Das ist toll. Es ist laut. Entschuldigung. So. Ah ja, schön. Ihr seht auch gar nicht meinen ganzen Bildschirm. Ich muss mal eben kurz... Nein, bitte kein Voll... Oh Gott. Ich mache Vollbild aus und ich kriege ein mini kleines Fensterchen. Das ist wunderschön. So. Gut. Ja, die werte Frau hat genug zu trinken da oben. Ich habe ein volles Glas mir mitgenommen. Vielen Dank. Das ist sehr leise, ne? Spare! Sogar 50%. Ah, da ist meine Fresse drüber. Sehr gut. Ja. Moment. Nein, falsch. Ach Gott. Nee, dann nicht. Ist jetzt wurscht. Hier über hinter meinem Kopf ist ein tolles 50% Sparangebot. Gut, das will ich auch meinen. Hier, guck. Da. Gutes Leitungswasser. Geister der Vergangenheit? What? Oh ja, gut, dass ich das nochmal spiele. Normalmodus. Expertenmodus. Ja, ich lasse das mal im normalen Modus. What? What happened to me? One minute I was, and now my heart is beating in my ears like hummingbird wings, and my hands are shaking, and covered in blood? It's not the cold that's sending shivers down my spine, It's what just happened. An event I have no memory of. Nein, danke schön. Interaktive Hilfe brauche ich nicht, denn ich habe dieses Spiel schon mal gespielt. Ja. Aber klar, das, wenn ich gerade völlig panisch irgendwo rumgerannt bin, dann sage ich mir auch selber, nein, Moment, zittere nicht, weil mir kalt ist. Ja. Was haben wir denn da? Kann ich... Ja. Ein Schlüssel. Ein Bild. Verschwundenes Mädchen. Okay. I remember now. I came to Maple Creek in search of a missing girl. And I'd already started the investigation when... When what? Wait, my notebook. I was renting a room here. I've got to find it.
All the evidence I've collected should still be there. Aha, da haben wir also unser Notizbuch wieder gefunden. Hier bin ich, Maple Creek. Habe ein Zimmer gemietet. Die Ermittlung kann beginnen. Wie kann jemand in solch einer kleinen Stadt verschwinden? Auf den ersten Blick wirkt dieser Ort wie ein ländliches Idyll. Doch die Stimmung ist alles andere als idyllisch. Sie ist geradezu unheimlich. Aha, 14 Tage. Also 4 Tage später ist hier irgendwas mit Blut und abgefackelt. Irgendwas mit Ermordung. Zimmerschlüssel. Neues Ziel, mein Zimmer. Könnte das wohl da sein, wo Licht brennt? Ich weiß es nicht. Zum Dorf. Also ja, es ist ein Wimmelbildspiel. Also wir werden einige Teile haben. Aber ich kann mich noch erinnern, dass die Story eigentlich ganz gut war. Und damals, 2014, nee, 2012, 2011, 2012, da habe ich noch sehr viel Zeit gehabt und habe noch sehr viel von diesen Spielen gespielt. Da ist George Washington auf der Briefmarke. Sehr schön. Es kann sein, dass ich mal bei irgendwelchen Wimmelbild-Dingern nicht weiterkomme. Dann dürft ihr mir sehr gerne helfen. Normalerweise mag ich das nicht so sehr, hier Backseat Gaming und so, aber bei solchen Spielen ist das eigentlich wurscht. Wir wollen die Story mitkriegen. Wir wollen wissen, worum es geht. Deswegen, wenn ihr irgendwas seht, was ich nicht sehe, schreibt es ruhig in den Chat. Wenn ich mich blöd anstelle, dann ist das eben so. Ich weiß das auch. Geile Unterhose hier übrigens. Unterrock. Nee. Hä? Ich bin blind. Ja, da geht's direkt los. Beim ersten Wimmelding hänge ich schon. Ich bin gerade ein bisschen zu doof. Da ist ein Gürtel. Brauchen wir einen Gürtel? Nein. Schal? Ah. Schnalle? Wenn ihr was seht, sagt Bescheid. Hä? Das ist doch ein Unterrock hier. Oder das A, okay. Sieht ja auch nur fast genau gleich aus. Ich möchte davon ablenken, dass ich gerade zu blöd bin, irgendwas zu finden. Schnalle. Da. Was habe ich da gefunden? Mond. Okay. Krawatte. Wer die Krawatte sieht, hier schreien. Da. Hier. Was habe ich jetzt gekriegt? Einen gelben Engelskopf. Ah, ich glaube, da erinnern. Erinnere mich dran. Ein mächtiger Windstoß muss die Tasche dort hinaufgetragen haben. Ja, sieht hier auch nicht mehr so fresh aus, ne? Die Kette ist nicht sehr dick mit dem richtigen Werkzeug. Punkt, Punkt, Punkt. Also, Werkzeug suchen. Was ist denn hier in der... Ah. Ich glaube, da können wir direkt diesen Kopf hier einsetzen. Ja. Hä? Okay.
Also, wir müssen die richtigen Positionen finden für die Köpfe. Der Heule dahin. Nein, das war schon richtig. Nee, richtig ist es auch nicht hier. So. Maybe. Ist das richtig oder? Nee, die da. Da fehlt noch einer. Okay, also einen Engelskopf müssen wir noch irgendwie so finden. Dann können wir wahrscheinlich hier in die Kirche rein. Wohin gehen sie? Wildschweine. Ich weiß noch, dass ich mich im Let's Play an einer Stelle mega erschreckt habe. Oh, ja, schön, die Batterie ist hin. Sehr gut. Ist denn noch was im Auto? Autoschlüssel. Ich kann nicht hupen. Was ist das? Detective. Vor 30 Jahren untersuchte ein Privatdetektiv namens Richard Hamilton das Verschwinden einer weiteren Person in Maple Creek, als er sich selbst in Luft auflöste. Weder Hamilton noch die vermisste Person wurden je gefunden. Ich bin nicht sicher, ob es eine Verbindung zwischen jenem Fall und diesem gibt, doch seien Sie vorsichtig. Viel Glück, Josh Stevens, Leiter der SDU. Angehängt ein Bild von mir, nein. Mr. Hamilton. Okay. Ein R. Hamilton war hier schon mal und hat versucht, irgendwas aufzulösen. Ich habe eine Zugangskarte. Nothing but static. The radio must be broken. Wir sind also ein Detective. Oder eine Detective. Entschuldigung, Vogel. Ach, dafür brauchen wir den Schlüssel. Ich verstehe. Und es wimmelt. Es wimmelt wieder. So schlimm sieht mein Kofferraum nicht aus. Anker. Ich bin überfordert. Pillenpalette. Pillenpalette. Lineal. Das ist ein Euro. Nee. Wetter. Die hat Wetter in ihrem Auto. Das ist sehr schön. Tasche Misere. Ölkanne. Ist denn da noch was im Koffer oder blinkt der einfach so? Er blinkt einfach so. Okay. Handschellen. Was brauche ich denn überhaupt alles? Piratensymbol. Dollar. Wischer habe ich doch gerade gesehen. Da. Britisches Pfund. Taschenmesser. Ja, das da bräuchten wir hier. Das Ding in hier, das bräuchten wir jetzt. Feder. Kratz, kratz, Taschenmesser ist hier. Habe ich jetzt auch gesehen. Wo ist denn das Pfund? Britisches Pfund. Ich bin blind. Ich sehe es nicht. Bestimmt habe ich schon 3000 Mal drauf geguckt. Aber ich finde es trotzdem nicht. Hier gleich im MC-Quadrat, sehr schön. Ritze ich mir auch immer ins Auto. Wir haben hier aber auch die Möglichkeit, einen Tipp einzuholen. Außer jemand von euch findet das jetzt noch.
Wahrscheinlich ist es genau hier, hier vor meinem Gesicht. Hinter meinem Gesicht. Nein, ist es nicht. Ich möchte es ohne Tipps schaffen. Außer Tipps von euch. Ihr dürft. Wenn ihr den möchtet. Aber ich finde es nicht. Nein. Hä? Du schaust, das ist aber nett. Vielleicht findest du es, ich find's nicht. Glaube ich. Und dieses Geblinke irritiert mich. Nee. Ich will es ohne Tipp schaffen. Nee, hier Kennzeichen ist es auch nicht. Da ist nix. Also wildes Hin- und Hergeklicke hilft auch leider nicht. Das wäre schön. Ach da! Oh. Ja. Da ist es. Im Herzi war es. Gut, den Bolzenschneider haben wir jetzt. Wildschweine, ich muss sie verscheuchen. Wir gehen erstmal zurück. Weil jetzt können wir hier mit dem Bolzenschneider die Kette durchschneiden. Oh, hier sieht es auch richtig gut aus. Die Pension ist während des Sturms teilweise zerstört worden. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind Schuhe. Kann ich noch was gucken? John, wenn du mit den Rohren fertig bist, vergiss die Puppe nicht. Jetzt wissen wir, wer hier nicht die Hosen anhat. Nämlich John. Telefon. No signal, no tone, no nothing. The line's dead. Wer ist dieser Fischemann hier? Ein Prediger, wie er im Buche steht. Warum lag dieses Bild vor dem Eingang der Pension? Ja, ich glaube, die Übersetzung war ein bisschen komisch jetzt gerade. Ja, Keller. Hm, klar. Da gehe ich jetzt nicht hin. Aber wahrscheinlich muss ich. Tür klemmt fest. Ein paar kräftige Schläge sollten jedoch ausreichen. Ja, dann schlag doch. Oder brauche ich dafür einen Hammer? Wundersamerweise ist die Lampe nicht heruntergefallen. Noch nicht. Solch ein Sprung wäre zu gefährlich. Vielleicht kann ich etwas über die Lücke legen. Der Klassiker. Tür Nummer 1. Die Tür ist versperrt und der Raum dahinter scheint eingestürzt zu sein. Ehrlich gesagt sieht das hier aber nicht nur nach Sturmschäden aus, ne? Weil hier alles Motten zerfressen, hier die Spinnweben, die Tapeten lösen sich. Also entweder war das eine ziemlich schäbige Absteige von Anfang an oder hier stimmt doch was nicht. Also an ein bisschen kann ich mich noch erinnern. Und ich glaube... Hier habe ich mich erschreckt. Achtung, Licht. Nicht erschrecken. Da war doch was. Das Licht brennt doch. Es gibt ein Problem mit den Sicherungen. Hier war gerade was. Aber das war nicht die Stelle, vor der ich mich mega erschreckt habe. Ja gut, die Sicherung ist raus. Das Licht brennt noch, aber nicht im Keller. Kann ich denn...
Es ist zu dunkel, um die durchgebrannte Sicherung zu finden. Ich glaube, das schreit nach einer Taschenlampe. Die Straße entlang. Über die Brücke. Da ist einer. Hey, you, Mister, I've... No, wait, please. No, wait, please. Oh, jetzt ist er weggerannt. Hm, was mache ich denn jetzt? Also irgendwas hat er abgerissen. Das Plakat muss mit dem Mädchen zu tun haben, das ich suche. Warum hat er es abgerissen? Wer war er? Who is he? Ja. Gibt's hier noch irgendwas? Maple Creek Aussichtsturm. Da können wir auch gleich hingehen. Genieße das herrliche Panorama der nördlichen Appalachen. Hinweis: Münzfernrohrbenutzung 1 Dollar. Der historische Aussichtsturm von Maple Creek für Touristen geöffnet, kostenlos. Fakten: Nach der großen Explosion 1910, im Jahre 1911 errichtet. Mit 31 Metern ist er einer der höchsten Feuerwachtürme der USA. Mhm. Was gibt's hier noch? Maple Creek Wanderwege. Oh, süß. Maple Creek Naturpark mit über 30 Kilometer Wanderwege bis tief in die alten Hartholzwälder des Nordens. Fauna, Achtung, Füttern verboten. Zedernseiden, Schwanz, Stachelschwein und das rote Eichhörnchen. Okay, konnte man hier auch noch blättern? Nee. Okay. Maple Creek Wahrzeichen. Überdachte Brücke, da waren wir gerade. Die 1891 erbaute Brücke ist eine der ältesten in Vermont. Der Aussichtsturm. Maple Creek Tree. Maple Creek Tree. Die mächtige Roteiche ist ein Monument der Natur und wird auf über 550 Jahre geschätzt. Okay. Zimmer frei, Frühstück inklusive. 3 Jefferson Street. Hinweis: nur Kurzaufenthalte. Ja gut, da sieht es noch besser aus. Aber genauso wie jetzt gerade auch. Können wir nicht da entlang gehen, wo der Typ da hin ist? Ich habe ein Brett. Jetzt laufe ich mit einem Brett durch die Gegend. Das ist schön. Welcome to Maple Creek. Your force here is in paradise. Paradies? Hier scheint jemand einen sehr sarkastischen Tag gehabt zu haben. Oder es sah damals, als dieses Schild aufgestellt wurde, einfach noch nicht so kacke aus wie jetzt. Wir können zurück zur Brücke. Der Baum ist vielleicht klein, doch mit einem Auto kommt man hier dennoch nicht durch. Das ist ein Eichhörnchen. Entschuldigung, ich hab's verscheucht. Da ist ein Logo. Der sieht aus, als würde der jetzt hin... Ja. Der Hund hat auf das Feld gepieselt. Ja, das ist richtig. Die dicke Eule da. Ist hier noch irgendwas anderes? Nee. Ich muss zunächst die Leiter reparieren. Oder ich gehe da halt einfach nicht hoch. Huhu. Okay. Wenn ich etwas nachhelfe, sollte diese Leiter mein Gewicht tragen. Holzbrett. Gut. Dann nicht. Ja. Wir gehen mal zurück. Und legen da oben mal dieses Brett hin. Zack. Dann können wir zu unserem Zimmer. Zimmer Schlüssel. Okay. This must be my room. Ja, wahrscheinlich. Hier. Who or what on earth was that? Hallo? Wir stehen da und gucken uns die Kommode an und auf einmal... Don't mind me. Ich nehme einfach nur dieses Messer hier und gehe wieder weg.
Okay, ohne Leuchtpatrone bringt das nichts. Ich habe hier eine Glühbirne. Die Vermissten von Maple Creek. Zwei junge Frauen sind in den frühen 1980ern in Maple Creek verschwunden. Die Familien sagen nun, niemand glaubt ihnen. Doch. Doch, doch, irgendjemand, irgendwas. Da ist einer mit einer Fackel. Wer ist der? Wohin geht er? Und er sieht anders aus als der Typ, der uns hier in der Raststätte begegnet ist. Dieser unheimliche Mann muss heruntergesprungen sein. Ich würde mir den Hals brechen. Naja. Zerfetzt. Ich brauche etwas Stabileres, um hinunter zu gelangen. Wieso gehe ich nicht einfach um das Haus rum? Fackel Heinz. Heinzel oder Heinz? Heinz. Das ist ein Ausrufezeichen. Der Fackel Heinz, genau. Noch ein hell erleuchtetes Haus. Vielleicht ist jemand zu Hause. Da hinten scheint auch irgendwas. In der Ferne weist die Silhouette eines Kornspeichers auf eine Farm hin. Ah ja, okay, wenn du das sagst. Ich sehe da keinen Kornspeicher. Ohne genügend Licht kann ich meine Sachen nicht durchsuchen. Und da ist die Birne kaputt. Wir haben doch rein zufällig eine. Zu hoch. Leider. Da liegt ja auch noch ein Stuhl mit einem kaputten Bein. Ach, guck.